Ich habe es schon immer gesagt. Rosie ist viel frecher als Wilbert. Und ich würde sagen, Franklin ist viel frecher als Rosie. Moment, ich komme nicht so schnell mit. Rosie ist ganz schön frech und Franklin ist der frechste von allen. Hey, beeilt euch, mehr gibt's heute nicht. Wir bekommen Besuch. Was will denn unser guter alter Freund Hadley? Guten Morgen. Schon wieder fleißig? Guten Morgen, Hadley. Na, Clarence, wie geht's denn? Du siehst frisch und munter aus. Seine Augen scheinen noch immer nicht in Ordnung zu sein. Naja, er schielt wie eh und je. Guten Morgen, Miss Paula. Hallo, Mike. Ich bin davon überzeugt, dass Sie von Zeit zu Zeit auch mal ernsthaft arbeiten, Doktor. Zum Beispiel Untersuchung der Tierwanderung, Immunisierung, Aufzucht, Möglichkeit des Überlebens. Na, und dann die Impfstoffentwicklung und so weiter. Aber das ist noch nicht alles. Ja, und unsere Studien über die Jungtiere zum Beispiel. Die machen uns besonders viel Arbeit. Ja, wir alle sind voll aufbeschäftigt. Sie müssen ja auch versorgt werden und das ist gar nicht so einfach. Ich verstehe solche Menschen nicht, die ein Muttertier umbringen können. Beruhigen Sie sich. Mein Antrag ging durch. Wir verdoppeln die Truppe der Askaris. Wir wollen das Tierschutzgebiet von diesen Wilderern befreien. Eine gute Neuigkeit. Interessant. Das sind doch Tigerbabys. Bisher war ich davon überzeugt, dass es hier in Afrika keine Tiger gibt. Damit hatten Sie vollkommen recht. Sie kommen aus Indien. Wir untersuchen ja auch tierische Verhaltensweisen. Halt! Was machst du denn schon wieder? Sei nicht so widerspenstig. Na komm, sei brav. Hey, was ist? Er möchte sich herumbalgen. Hier bleiben. So ist gut. Man mag, dass er sich wieder wohlfühlt. Ja, meinen Sie, er ist schon wieder gesund? In ein paar Tagen werden wir ihn freilassen. Komm, sei schön brav. Augenblick, wir wollen dich doch wiedererkennen. Kennzeichnen Sie alle Tiere, die Sie für Ihre Versuche brauchen? Nein, wir markieren nur die, die wir behandelt haben. Judy, geh weg, lass sie in Ruhe. Du sollst sie jetzt nicht stören. Du hast doch dein Mittagessen schon bekommen. Jetzt sind die Kleinen dran. Es ist gut, Jack. Bring ihn wieder zurück. Ja. Na komm. Komm. Sie werden sicher bald wieder weg müssen. Mhm. Ah ja, Hadley. Mike hat Elefantenpferden am Wasserloch gesichtet. Übrigens, das Abwandern der Flusspferde muss verhindert werden. Unternehmen Sie was? Wir sind schon dabei. Aber wir müssen mehrere tausend Quadratmeilen überwachen. Ich weiß, dass Sie nicht noch mehr verwaiste Tierkinder versorgen können. Nein, wirklich nicht. Übrigens, für Sie haben wir immer eine Erfrischung auf Eis. Nein, danke. Auf Wiedersehen allerseits. Wiedersehen. Kommt, wir haben noch viel zu tun.